Hallo und herzlich willkommen zu Angespielt. Wir schauen uns heute gemeinsam Next Jump Schmapp Tactics an. Für alle, die nicht wissen, was ein Schmapp ist, das steht für Shoot 'em Up. Im Prinzip, mir fallen jetzt keine Namen ein, aber im Prinzip steuert man von links nach rechts oder von unten nach oben Raumschiff und muss möglichst alle Gegner zerballern. Los! Bei diesem Spiel funktioniert das alles etwas anders. Es ist rundenbasiert. Und das ist mal was ganz Neues, was ich so bisher noch nicht gesehen habe. Und da habe ich mir einfach mal gedacht, werfen wir mal einen Blick rein. Dann schauen wir uns doch als erstes mal die Optionen an. Was haben wir denn hier? Die Gesamtlautstärke, Musiklautstärke, Soundlautstärke, Shader. Ja, ihr seht ja schon an den Rändern, die sind ein bisschen gekrümmt. Wenn ihr das weghaben wollt, könnt ihr auch hier einfach die Shader ausstellen. Dann ist alles gerade. Aber ich lasse das jetzt erstmal so. Ja, und wir können hier noch Daten zurücksetzen. Schön und gut. Wir haben hier eine Hall of Lost Bastards. Das ist Highscore-Liste, müsste das sein. Glaube ich. Ja, sieht so aus. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich weiß jetzt aber gar nicht. Ich glaube, ist das online? Gute Frage, nächste Frage. Ja, die Anleitung können wir uns hier noch anschauen. Dann gibt es hier noch die Credits und Spiel beenden. Und bevor wir überhaupt ins normale Spiel starten können, müssen wir erstmal die Trainingssimulation absolvieren. Dann starten wir die doch mal. Bevor ich das wieder vergesse, recht herzlichen Dank an den Entwickler, dass er mir dieses Spiel zur Verfügung gestellt hat, um dieses Video möglich zu machen. Vielen Dank dafür. So, das war es aber auch schon soweit. Ja, hier steht was zur Steuerung. Ja, das ist alles Training Center. Ja, wir sollen Drachen verfolgen. Zumindest heißt das hier Dragons. Ist klar, das funktioniert dann auch über Sprünge, dass wir zwischen den Sprüngen quasi kämpfen. Und ja, und wir müssen dann das Ziel erreichen. Also das jeweilige Mutterschiff. Und wir können unser Schiff während des Spiels aufrüsten und Reputation sammeln. Also wir zerstören Gegner und sammeln Schrott ein, den wir eintauschen können zum Reparieren und zum Aufrüsten. Ja, und anscheinend gibt es auch unterschiedliche Schiffe. Wir benutzen hier im Training das Ballista-Schiff. Ballista-Raumschiff. Ja, das ist das Hauptsteuerungsmenü hier. Hier unten können wir dann springen. Oben wird angezeigt, wie weit das Mutterschiff weg ist in Parsecs. Oben rechts die Reputation. Mit Jump können wir springen. Und mit Communications können wir beispielsweise einkaufen, in Läden einkaufen gehen. Wenn es an der jeweiligen Station auch einen Laden gibt. Und unten links nochmal, wie viel Minen und Raketen wir zur Verfügung haben. Ja, dann unten unser Schrott. Ja, und dann gibt es noch eine Bank. Das lässt ganz stark doch vermuten, dass wenn wir sterben, wir unseren Schrott verlieren, wenn er nicht auf der Bank ist. Hülle, das ist unsere Panzerung. Und Energy, das sind quasi unsere Action-Punkte, Action-Points. Wie oft wir was in einem Zug tun können. Da kommen wir ins Optionsmenü, alles klar. Dann springen wir mal. Das ist unser Jump-Radar. Und können wir hier aussuchen, wo wir hinspringen wollen. Ja, und mit jedem Sprung wird der Abstand dann zu den Drachen kürzer. Und die bewegen sich, wenn wir unser Schiff aufrüsten oder reparieren.
Es gibt unterschiedliche Sprungpunkte. So, da können auch noch unterschiedliche Events passieren, so wie ich das verstanden habe. Ja, einfach einen Jump Point anklicken und auf Confirm klicken und wir springen dann dahin. Das ist also der Jump Point. Hier können wir Gegner bekämpfen und den Schrott einsammeln. Und wir müssen sie nicht alle besiegen. Wir haben nur 3 Züge pro Sprung. Danach beginnt automatisch ein neuer Sprung. Und wenn wir Aktionen ausführen, verbrauchen wir Energie. Wenn wir alle Energie aufgebraucht haben, wird automatisch der Zug beendet. Ja, und rechts haben wir noch die Kommandos für unser Schiff. Ja, das ist auch erstmal uninteressant. Das in der Mitte sind hier die Waffen. Da unten sind noch zusätzliche Kontrollen. Da können wir zum Beispiel aus dem Schiff rausspringen, also Eject. Damit können wir warten, wenn wir nichts mehr tun wollen in der Runde. Und hier sind dann halt die Schiff- und Spieloptionen. Und unten bekommen wir Informationen. Ja, das Hauptbildschirm ist halt das Kampfgebiet. Ja, und wir sehen halt, wie weit wir uns bewegen können. Die Farbe ist halt ein bisschen, also ist ein bisschen heller in dem Gebiet, in das wir uns bewegen können. Genau, und wir können jetzt zum Beispiel das Schiff über uns angreifen, indem wir schießen. Wird zerstört und es lässt Schrott und Energie fallen. Damit wir die bekommen, müssen wir uns halt drüber bewegen. Okay, da gibt es noch sowas wie ein Recoil bei dem Standardangriff. Ja, und wir können halt unsere Energie auffüllen, indem wir halt die Energie einsammeln. Das heißt, der Zug wird halt ja nicht beendet, bevor wir keine Energie mehr haben. So, jetzt sollen wir das mal selber machen. Also. Und wie ihr schon seht, hat wirklich was vom Schmapp, bloß normalerweise wäre das jetzt hier in Echtzeit, aber das ist halt rundenbasierter Spiel. Dann schießen wir doch einfach mal. Da, jetzt haben wir nur noch 1 von 2 Energie, sammle ich die Energie hier ein und wir haben wieder 2 von 2 Energie. Was ist das? Scheinbar auch noch Schrott. So, er hat geschossen. Jetzt schieße ich nochmal. Und wir haben noch 1 von 2 Rüstungen. Genau, und das sind halt auch die sogenannten Movement-Kombos in dem Spiel, indem wir halt sehr genau darauf achten, dass wenn wir Energie verbrauchen, wir die Energie wieder einsammeln. Weil, wie schon erwähnt, wenn wir keine Energie mehr haben, dann wird die Runde beendet. Und die Gegner sind dran. Solange die Energie nicht verbraucht ist, geht der Zug nicht vorbei. Und so ist es im Prinzip gedacht, dass wir möglichst viel, möglichst clever mit der Energie die Energie benutzen, um Gegner auszuschalten, möglichst viel Gegner auszuschalten, ohne dass eine Runde beendet wird.
Ja, und hier wird ein Beispiel gezeigt, wie man das machen kann. Dann probieren wir das doch gleich nochmal selber. Jetzt ist die Frage, wie weit wir denn schießen. Ich probiere das einfach mal. So. Ein Schuss verbraucht eine Energie. Wir sammeln hier die Energie wieder ein, haben wieder 2 von 2 Energie. Das Blöde ist halt ein bisschen, dass wir nur nach vorne schießen können. So, dann schieße ich hier nochmal. Sammle die Energie ein. Und den Schrott nehme ich hier mit. Die Energie, dann kann ich auch noch den Schrott hier einsammeln. Und es geht weiter. Genau, und während unserer Reisen treffen wir auf unterschiedliche Jump Points. Die haben zum Beispiel bestimmte Events oder andere Geschäfte, wo man andere Upgrades kaufen kann für das eigene Schiff. Genau, das hier ist also der Store. Können wir hier Batteries upgraden, damit wir mehr Züge in einer Runde haben, also mehr Energie im Prinzip. Mit der Engine können wir uns weiter bewegen und sie erhöht die Sprungreichweite. Damit können wir unsere Hülle verstärken, dann haben wir mehr Lebenspunkte. Und ja, unsere Standardwaffe kann auch verbessert werden. Scheinbar werden dann auch die Energiekosten erhöht. Und oben rechts können wir das Schiff reparieren, wenn es beschädigt ist. Ja, wenn wir Raketen oder Minen haben, können wir die auch hier neu aufstocken. Und ja, Waffen und Accessoires können wir kaufen, wenn sie halt in dem jeweiligen Geschäft vorhanden sind. Da oben rechts können wir die Sachen installieren, die wir kaufen können an Waffen. Genau, und hier können wir auch Rest unseres Schrotts, unserer Währung auf die Bank packen. Oder wir können unsere ganze Ausrüstung verkaufen. Zum halben Preis. So, wir sollen jetzt erstmal hier Batteries upgraden auf 3. Alles klar, dann machen wir das doch mal. So. Alles klar. Haben wir auf 3 aufgestockt. Dann haben wir jetzt 3 Energie. Und können halt eine Aktion mehr ausführen pro Runde. Und wir sind beschädigt. Dann drücke ich doch mal auf Repair. Und kostet 157 Scrap, haben 158. Alles klar, dann wollen wir doch jetzt mal bringen. Wir starten also immer hier unten. Ich gehe jetzt einfach mal nach hier links. Da steht sogar Upgrade und Weaponshop gibt es da. Da auch. Ja, dann halt. Können wir auch weiterspringen. Ja, ach so, wir müssen das gar nicht der Reihe nach absolvieren. Wir können auch weiterspringen. Okay, dann springen wir doch mal dahin. So, dann schalte ich als erstes mal das Raumschiff aus. Und sammle die Energie ein. Und bewege mich dahin, zerstört das Schiff und wir haben wieder 3 Energie. So. 2 und das zerstören. Dann kann ich die Energie noch einsammeln und hier den Schrott nicht mehr. Jetzt geht es hier weiter. Greife ich das mal an.
und bewegt mich dahin und zerstört das. Und ja, bin genau in Laser reingeflogen. Wie ihr schon seht hier, die Laserstrahlen, die bewegen sich auch rundenbasiert. Frag mich mal, was das da unten ist. Achso, füllt die Energie wieder komplett auf. Alles klar. Dann zerstöre ich mal das noch. Ja, wieder 0 von 3. Das war das Basic Training. Alles klar. Und das war mal ein Ersteindruck zu Next Jump Schmapp Tactics. Wir haben mal kurz uns das Tutorial angeschaut, beziehungsweise Training Simulation. Und ich muss sagen, ich finde die Idee gar nicht mal so dumm. Ich finde das Spielprinzip recht gut. Das kommt mir auch eher gelegen als dieses hektische Echtzeitgeballer. Also wer Schmaps mag und mal das ruhiger angehen will, der sollte mal einen Blick auf dieses Spiel werfen. Das, was mich ein bisschen stört, ist halt die Schrift und die Optik. Es ist halt schon sehr, sehr pixelig und ich glaube, es hätte einfach ein bisschen runder werden können. Also ist schon okay soweit, aber naja, ich finde es immer blöd, wenn die Schrift so schwer leserlich ist. Aber vielleicht liegt das ja auch nur an mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt ihm doch bitte einen Daumen nach oben und lasst einen Kommentar da. Wie hat euch das Spiel gefallen? Das war's von mir und bis bald.